Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Therapeuta-Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Heute wieder ein ganz großes Thema, ein ganz schwieriges Thema, was mit der Erde zu tun hat, nämlich die Frage, woher kommt Öl bzw. fossile Brennstoffe, spezifischen Öl und Gas. Und ich habe schon gemerkt, als ich da noch mal rein gelesen habe bzw. recherchiert habe, dass ja, also das ein Thema ist, wo ich sofort drin versinke und Tage und Wochen darüber nachlesen möchte und studieren möchte und so weiter. Ein ganz großes, riesiges Thema. Ich habe dann zack, musste irgendwann Schluss machen. Man hat ja auch noch eine Firma und will Sachen verkaufen und produzieren und muss ja das Video fertig kriegen. Also ein Abschnitt meines Wissensstandes dazu, zu dem Entstehung von Öl, von fossilen Brennstoffen, Öl und Gas im Spezifischen. Und da beziehe ich mich besonders auf den Autor, Wissenschaftler Thomas Gold. Thomas Gold ist Physiker gewesen, der ist 2004 gestorben, kam aus Wien, hat kurz in Berlin gearbeitet, dann wurde er leider von den Nazis vertrieben aus Deutschland 1933, seine komplette Familie hat dann in England studiert und ja, war ein durchaus berühmter und sehr angesehener und bekannter und erfolgreicher Astrophysiker in den USA. Dann in den 50er, 60er, 70er Jahren. Und wahrscheinlich die Theorie, die für die er am bekanntesten ist. Er hat immer wieder mal sehr unkonventionelle Theorien aufgestellt. Die Theorie, für die er am bekanntesten ist, geworden ist, war, dass er die Theorie des Pulsars entwickelt hat. Der Pulsar ist ein Phänomen, wann war es in den 60er Jahren, wo man plötzlich in Radioteleskopen gemerkt, was ist das denn? Da kommt ein ganz regelmäßiges Signal alle 1,33 Sekunden mit extremster Regelmäßigkeit und sind das jetzt die Außerirdischen, die uns funken oder morsen oder was ist das? Und der Thomas Gold hat damals sehr schnell die Theorie aufgestellt, dass das ein rotierender Neutronenstern ist. Also er hat erstmal diese ganze Klasse der Sterne mehr oder weniger neu definiert und der Pulsar dann spezifisch ein rotierender Neutronenstern, in dessen Scheinwerfer der Abstrahlung wir geraten. Eine Theorie, die dann auch weiterentwickelt wurde zu schwarzen Löchern und so. Genau, also ist ein berühmter, erfolgreicher Astrophysiker, gestorben 2004 in New York und zwei Bücher habe ich von dem gelesen, das ist jetzt schon 15 Jahre her. Die mich damals sehr bewegt haben, nämlich die Biosphäre der heißen Tiefe und das Jahrtausend des Methans. Die Biosphäre der heißen Tiefe und das Jahrtausend des Methans. Ich habe leider die Bücher nicht gefunden. Wahrscheinlich haben meine Kinder irgendwie damit gespielt und die versteckt. Ja, gucken Sie es nach bei Amazon. Wenn Sie die noch kriegen, gibt es natürlich in Englisch oder in Deutsch von Thomas Gold, die Biosphäre der heißen Tiefe und das Jahrtausend des Methans. Sehr spannende Literatur, jetzt nicht mehr ganz frisch, aber bis heute nicht im Mainstream in der breiten Masse diese Information angekommen. Und der Thomas Gold hat in den 50er Jahren eine Theorie dazu aufgestellt, wie Öl entstanden ist. Aber vorher vielleicht noch mal kurz zu dem Club of Rome. Wir sind ja heute in einer Situation, dass wir uns wundern, Mensch, Öl soll biogen entstanden sein, im Wesentlichen Öl und Gas, im Wesentlichen soll Algen am Meeresgrund mehr oder weniger gefault sein, kompostiert sein und das hätte sich über viele Umwandlungsprozesse in hohen Drücken, langen Zeiträumen
überlegt mit anderen Sedimenten und dann mehrfach umgeformt, hätte sich daraus mit einem immer kleiner werdenden Anteil, hätte sich daraus Öl geformt und dieses Öl hätte sich in bestimmten Lagerstätten gesammelt. Das hieße auch, dass Öl in der Hauptsächlich in Oberflächensedimenten vorkommt, da wo eben die Ablagerungen waren in diesen Schichten, und dann kann es mal eine Schicht rauf oder runter migrieren und dann kann es eben sich in so einem typischerweise in der Sandschicht anreichern. Das ist dann da, wo man es dann rauspumpen kann. Sandpumpen. Ne? Inzwischen wird es auch gerne aus Tonschichten und so weiter mit Fracking rausgeholt. So, das ist die biogene Theorie. Das ist biologisch entstandenes Dinosaurier, nicht Dinosaurier selber, aber zu der gleichen Zeit eigen, und dann viele Jahrmillionen Umformung und dann sollen daraus diese Mengen an Öl entstanden sein. Jetzt haben wir aber das Problem, dass das Zeug so unglaublich viel davon da ist, dass es überall aus der Erde blubbert, dass jeder zweite Staat nicht weiß, wir haben hier ein riesen Ölfeld entdeckt, will das nicht mal jemand ausbeuten. Die ganzen Griechenland, Zypern, Israel, Brasilien, vor der australischen Küste, Indonesien, vor der thailändischen Küste, überall. Jeder Staat, der mal ein bisschen genauer hinguckt, wenn wir in die Nordsee noch mal genauer hingucken würden, würden ein bisschen tiefer bohren würden, würden wir auch Öl und Gas ohne Ende finden. Wie sich die auffüllenden Lagerstätten, wie das da sich schon andeutet. Wo die Ölkonzerne schlicht sagen, Leute, lasst uns damit in Frieden, wir brauchen nicht mehr Öl. Wir haben Öl und Gas bis zum Abwinken, wir wissen nicht, wohin damit. Die Frage ist nur, wo kann man es am günstigsten abbauen, wie kann man es am effizientesten, am günstigsten abbauen, aber die Menge scheint nach den aktuellen Daten ja praktisch unerschöpflich zu sein. Die sogenannten nachgewiesenen Reserven steigen viel schneller als das, was verbraucht wird. Und die nachgewiesenen Reserven sind das, wo man wirklich mal geguckt hat, Probebohrungen gemacht hat, rausgepumpt hat, schon mal angefangen hat. Das sind nachgewiesene Reserven. Die vielen, vielen Gebiete, wo man im Grunde weiß, da liegt was, aber wir lassen das mal liegen, weil wir haben eh genug. Die sind da noch gar nicht mit dabei. Mit anderen Worten, das Zeug sprudelt wirklich an allen Ecken und Enden aus der Erde. Beziehungsweise ist ist in den Erdmanteln an ganz vielen Orten zu finden. Und das wundert einen, denn eigentlich sollte Öl doch schon alle sein. Es hieß, wir erreichen Peaköl, Vorhersage, Club of Rome 1970, ein paar, ja, ich möchte regelrecht sagen, anti-humanistische, anti-menschliche Wissenschaftler und Forscher und Politiker haben sich da in einem Think Tank zusammengefunden und inzwischen einige sehr einflussreiche Papiere veröffentlicht, unter anderem die Vorhersagen des Club of Rome 1970, und da sollte es im Jahr 2000 allerspätestens soweit sein, dass wir das sogenannte Peak Oil überschritten haben, sprich, dass wir trotz aller Bemühungen es nicht mehr schaffen, mehr Öl zu fördern. Die Ölförderung geht zurück, die Preise explodieren, die Menschheit geht in eine Phase der Energiearmut über, und ja, das würde zu Hungersnöten und Zusammenbrechen der Industrie und allen möglichen führen, Ende der Welt. Und das hat sich nicht bewahrheitet. Na gut, dann hat man ein bisschen hinausgeschoben, 2005, 2010, 2011. Aber mit der jüngsten Flut an Entdeckungen an Öl ist diese Theorie, ja, alle möglichen, ich sag mal, unreflektierten Umweltschützer zitieren diese Theorie noch, beziehungsweise warten eigentlich stündlich darauf, dass sie jetzt sagen, wir hätten sie angeblich schon und das wird demnächst überschritten, aber offensichtlich ist das völlig absurd, wir ertrinken in dem Zeug. Und die Menge an Öl, die wir finden und die zum Beispiel bei dem Unglück in Mexiko plötzlich an die Erdoberfläche trat, die ist nicht zu vereinbaren mit der biogenen Theorie, dass das durch verfaulte Algenschichten, die nur unter ganz bestimmten Umständen entstehen und sich ablagern und dann
kleinste Teile davon umgewandelt werden zu Öl, was dann durch Schichten migriert und dann irgendwo. Wir haben von dem Zeug so viel, das ist quasi überall, dass man diese Theorie nicht mehr aufrechterhalten kann. Also das klappt allein von der vorhandenen Menge, ist das nicht darstellbar. Und schon sehr lange, sehr früh gab es Theorien, dass Öl und Gas nicht biologisch entstanden ist. Dass es ein Teil der Erdkruste ist. Dass es quasi die Erde ausschwitzt in gewisser Weise. Und die Astrophysik und deswegen Astrophysiker, der Thomas Gold und Fred Hoyle und andere sind die Forscher gewesen, die geguckt haben, was befindet sich denn im Sonnensystem, beziehungsweise was finden wir in stellaren Nebeln oder in anderen Regionen unserer Galaxie für Stoffe. Das kann man anhand von Lichtsignalen, die wir da bekommen, anhand von Licht, das wir da auffangen, da gibt es Spektrallinien, da kann man sehen, aha, in dem Nebel muss, also sogenannte Auslöschungslinie, da muss Kohlenstoff drin sein, da muss Wasserstoff drin sein, da muss Sauerstoff drin sein. Und da sieht man dann auch, oh, da haben wir aber einen Nebel, der besteht zu 10% aus Alkohol, Ethanol. Der besteht zu 20% aus Methan. Also man findet im interstellaren Bereich, in den großen Nebeln, findet man Kohlenwasserstoffe, die man auf der Erde sagt, die sind biogen entstanden. Ja, wie sind die denn in diesen unendlichen 100 Millionen Tonnenweise da oben im Weltall, im Kosmos, wie sind die denn da entstanden? Und auch etwas näher zu Hause ist es nachgewiesen, dass auf dem Mond Methan ausgast. Hallo, kommt das denn her? Dass auf dem Mars Methan ausgast, dass Methan in der Marsatmosphäre ist. Das ist Erdgas. Ne? Dass Methan, dass es Seen gibt, Seen, also wie bei uns Seen und Meere von Wasser existieren auf einem Mond des Jupiter. Das müsste Jupiter sein, oder Saturn. Titan. Der Titan auf jeden Fall, der Mond, ein Mond im Sonnensystem. Ziemlich großer Planet, also ziemlich großer Mond, der hat Seen von flüssigem Methan. Das ist eben da deutlich kälter, deutlich weiter entfernt von der Erde, von der Sonne. Und auf diesem Mond haben wir Methanseen. Also wir haben Mengen davon, wie wir hier im Ozean haben, an Wasser. Das macht da also einen Großteil der Atmosphäre und der Oberfläche aus, dieses Methan. Und nicht nur da, auch die anderen Himmelskörper, ein Großteil der Himmelskörper sind Spuren oder auch größere Mengen von Kohlenwasserstoffen nachweisbar im Sonnensystem. Besonders gerne auch in sogenannten Chondriten, das sind spezielle Formen von Meteoriten. Gar nicht so speziell, regnen zu und wahrscheinlich in der Vergangenheit zu unendlichen Mengen auf die Erde herniedergeregnet. Also machen auch einen Großteil dieser kleineren Himmelskörper aus, der Asteroiden, Meteoriten und Kometen. Auch da finden wir Kohlenwasserstoffe, quasi Erdöl und Erdgas, auf diesen Himmelskörpern. So, überall sonst im Kosmos ist das aber bekannterweise abiogen entstanden. Da gibt es auch keine großartige Diskussion. Aber auf der Erde ist es ausschließlich biogen entstanden, nur die Dinosaurier bzw. die Algen damals. Okay. Es gibt dann einiges, was darauf hindeutet, dass Erdöl eben nicht, auch auf der Erde nicht, biologisch entstanden ist. Aber warum halten dann alle so starr daran fest, dass es biologisch entstanden ist? Eine Sache, es gibt zwei gute Gründe dafür. Der erste ist ein politischer, ökonomischer Grund. Denn wenn man behauptet, es ist biologisch entstanden und es ist damals eben vor so und so vielen Millionen Jahren, kann man eben abschätzen, eine relativ kleine Menge entstanden,
die ist relativ bald erschöpft. Das heißt, wir haben es mit einer endlichen Ressource zu tun. Das heißt, der Preis dafür muss hoch sein und er wird noch steigen. Und alle sind damit einverstanden, zufrieden. Und das ist eine gute Erklärung. Jawohl, Öl ist knapp. Öl wird knapper. Ölpreise müssen steigen. Was sie ja in den letzten Jahrzehnten auch getan haben, obwohl eigentlich die Ölförderung an ganz vielen Orten immer billiger geworden ist durch die bessere Technik. Also das hat einfach einen ökonomischen Hintergrund, dass die großen Konzerne und die von den Konzernen abhängigen Staaten, USA, England, ne, dass sie diese Forschung in abiogene Ölentstehung ein bisschen unterdrücken. Das kann man ja sehr gut machen, indem man den richtigen Leuten die Forschungsgelder gibt. Und dass sie also diese Theorie als die abiogene Theorie quasi nicht nach oben kommen lassen, mit politischen und ökonomischen Gründen, weil Öl muss knapp bleiben, weil dann haben wir ökonomisch die Möglichkeit, den Leuten dafür mehr Geld abzunehmen und zweitens das als Druckmittel, als Machtinstrument, um die ganze Erde zu beherrschen, weil alle brauchen Öl und Energie. Okay, aber schon in den 1950er Jahren hat Thomas Gold angefangen, Theorien zu entwickeln, dass Öl abiogen ist und er hat das sehr konkret begründet. Er war auch nicht der Erste, der das gemacht hat. Alexander von Humboldt, 1800 rum, noch später, 1850 rum, ganz berühmter deutscher Naturforscher, der zum Beispiel auch in Südamerika im Amazonas viel unterwegs war, der war der Meinung, Öl müsste ein abiogenen Ursprung haben, dass es die Erde quasi ausschützt. Ähnlich wie Mendeleev, der berühmte und bekannte Mendeleev-Chemiker, russischer Chemiker, der das Periodensystem der Elemente entwickelt hat. Auch der hat die Theorie entwickelt, dass das Öl abiogen ist, also nicht biologisch entstanden ist. Und speziell auch im russischen Raum, sowjetischen Raum, gab es immer Forscher und immer diese Theorie parallel bzw. dominierend durch lange Zeiträume, dass Öl abiotisch entstanden ist. Da werden wir noch ein paar drauf zurückkommen. Und letztendlich hat dann Thomas Gold auch mit den Sowjetwissenschaftlern da und Technikern zusammengearbeitet, um das zu beweisen, dass es tatsächlich abiotisch entstanden ist. Der zweite Punkt, es gibt diesen politischen Punkt, politisch-ökonomischen Punkt, dass Öl doch bitte, bitte biologisch entstanden sein soll, weil es muss knapp sein, weil dann können wir höhere Preise dafür verlangen. Der zweite Punkt darum, dass es biologisch entstanden ist, weswegen man das sehr stark glaubt und nicht glaubt, dass es abiogen entstanden ist, ist, dass praktisch alles Öl, was wir auf der Erde finden, eine sogenannte biologische Signatur trägt. Es besteht aus nicht nur Ethanol, Methan und so weiter, also Ethan, Methan und den einfachen Kohlenwasserstoffen, wie wir sie auch im Kosmos finden. Da sind richtig biologische Marker drin, Genmaterial und vor allen Dingen Keratogene werden die genannt, Lipide, also Fettsäuren, so wie wir sie ganz typisch aus Abbauprozessen, biologischen Umbauprozessen bzw. biologischer Entstehung von organischem Material kennen. Das ist natürlich eine Nuss zu knacken. Wenn das ein abiotisches Material ist, warum sieht es dann so verdammt biologisch aus? Okay, ne? Der Titel des Buches von Thomas Gold deutet schon an, dass er dieses Problem mit einem interessanten und auch für unsere Erde, für die ganze Ökologie, Biologie und die Lebendigkeit auf unserer Erde, mit einem interessanten Theorieschluss, mit einem interessanten Ideensprung gelöst hat, dieses Problem, indem er die Biosphäre der heißen Tiefe postuliert. Und das eben auch der Titel seines ersten Buches, das sich nur ausschließlich mit diesem abiotischen Entstehung von Öl beschäftigt. Da kommen wir gleich drauf.
Noch ein paar Fakten dazu, warum es, was dagegen spricht, oder so ein paar Fakten, was dafür und dagegen spricht, dass Öl und Methan biologisch entstanden ist. Und da gehen wir jetzt mal kurz durch. Mal schauen, ob ich die alle. Zum Beispiel, erschöpfte Ölquellen füllen sich erstaunlich schnell innerhalb weniger Jahre, Jahrzehnte wieder auf, ne? Es gibt Ölquellen in Saudi-Arabien, die man leer gepumpt hat, bis kein Tropfen mehr kam. Okay, machen wir dicht. War schön gewesen. Und dann allein aus Forschungszwecken guckte man 10 Jahre später, 20 Jahre später nochmal nach. Wow, war sie wieder voll. Also man kann weiter pumpen ohne Brechung. Aber das Öl hat sich plötzlich verändert. Es ist eine andere, hat eine andere Zusammensetzung. Es hat eine andere Qualität. Das wiederum spricht dagegen, dass es auch biologisch ist, weil sonst wäre das einfach meinetwegen von den Seiten damit reingeflossen, das gleiche biologische Öl. Nee, es kommt irgendwo anders her. Es kommt von unten. Das ist ein Öl, was von weiter unten kommt, was nach oben gestiegen hat. Und das hat andere Eigenschaften. Also Ölquellen füllen sich wieder auf. Und leeren sich langsamer, als man denkt, und füllen sich schneller wieder auf, als man denkt. Und zwar innerhalb weniger Jahre und Jahrzehnte. Das ein zweiter interessanter Fakt ist eben die schiere Masse an Öl, die wir auf der Erde, Öl und Gas, die wir auf der Erde finden. Dritte Sache, also viele Fakten hat auch der Hans-Joachim Zillmer zusammengetragen. Hans-Joachim Zillmer, ein ganz radikaler und origineller Denker, der eine ganze Reihe von Büchern veröffentlicht hat zur Erdgeschichte, Geologie und auch zur jüngeren Geschichte. Und der hat auch einen Vortrag, den werde ich hier unten mal verlinken, auch zu der abiotischen Ölentstehung, und hat da alle möglichen seltsamen Phänomene auf der Welt da zusammengetragen. Eins der Phänomene, was er erwähnt, sind Ausgasung von Methan-Schlammvulkane, Methan und CO2. Und CO2 wäre dann einfach nur, weil es an der Erdoberfläche schon oxidiert ist, ne? Deswegen kommt da zum Teil CO2 raus, aber im Wesentlichen Methan, dass wir an ganz vielen Orten auf der Erde Schlammvulkane bzw. Ausgasung von Methan haben. Und im Zusammenhang mit Vulkanausbrüchen und so sowieso, gerade im Zusammenhang mit Vulkanausbrüchen und Erdbeben, haben wir auch so seltsame Phänomene wie Feuer, was aus der Erde schießt, ne? Methan, was sich entzündet, ja, bestimmte Phänomene, die mit Gasaustritten aus der Erde zu tun haben. Also immer werden Erdbeben auch gerne mit Gasentladungen, mit Gasausbrüchen begleitet. Dann gab es, glaube ich, auf Kamtschatka, kann man mal gucken, diese seltsamen kreisrunden Löcher, wo man schon dachte, Mensch, da ist so ein riesige Löcher, das sind 30 Meter Durchmesser, 100 Meter tiefe Löcher, so ungefähr, wenn ich die Zahlen jetzt, also Riesenlöcher, schön glatte Wände, wie ein Zylinder, zack, raus, offensichtlich Massenmaterial, explodiert, rausgeflogen, aber in einem wunderschönen runden Loch, wo ja, man alles Mögliche spekuliert hat, von UFOs und sonst was, die da gestartet sind. Hans-Joachim Zillmer meint da erkannt zu haben, das sind Gasexplosionen. Da hat sich unter dem Permafrost quasi, unter diesem gefrorenen Boden, unter gewissen Schichten, hat sich Methan angesammelt, das von unten aufstieg. Immer mehr Methan, immer mehr Methan, mehr Druck, boom. Irgendwann explodiert das in Form zum Beispiel dieser seltsamen Löcher, die man auf Kamtschatka findet. Oder auch in Form von Schlammvulkanen, die man in der Nordsee findet. Geben Sie mal Schlammvulkane und Nordsee ein bei Google, da finden Sie einige Studien und so dazu, dass, also man hat die gefunden. Das Interessante an diesen Schlammvulkanen ist, die entstehen quasi im Schlamm, ne? Das heißt, da blubbert irgendwo große, unbekannte Mengen, also wie viel Gas muss da rausblubbern, damit ein ganzer Schlammvulkan entsteht, ne? Also das, gut, dann hat man da so einen Berg, 10 Meter, 20 Meter, was weiß ich, 100 Meter. 10 Meter, 20 Meter hoch, hunderte Meter breit, okay, da ist dann so ein Kegel, so ein Schlammkegel, und nicht nur einer, da sind es pockennarbig, da sind überall welche. Das heißt, das kommt da überall raus, blubbert da überall raus.
Und der Punkt ist, nach einem großen Sturm sind die alle wieder glatt. Und trotzdem findet man die. Das heißt, sind aktuelle Ausbrüche, das sind relativ häufige Ausbrüche, die aber von den Meeresbewegungen, Wellenbewegungen relativ schnell wieder glatt gemacht werden. Das heißt, man kann jetzt nicht so sehen, wie viel, man kann schwer abschätzen, wie viel ist da wirklich, aber es müssen unheimliche Mengen an Methan sein, die da aus dem Boden blubbern. Das tun sie, wie gesagt, nicht nur da, das tun sie in der Tiefsee, das tun sie in, ich glaube, es war in Indonesien oder so, wo er auch von Schlammvulkanen bricht. Also es gibt alle möglichen Gebiete auf der Erde, wo Methan einfach so aus der Erde blubbert, in großen Mengen. Wo man sich fragt, ja, soll Methan nicht hauptsächlich durch furzende Kühe entstehen? Nicht furzende Kühe, sondern rülpsende Kühe. Ja, müssen wir nicht die Kühe abschaffen, damit wir nicht zu viel Methan in der Atmosphäre der Erde haben? Wenn sich herausstellt, wenn man das mal tatsächlich quantifiziert, welche Mengen an Methan jeden Tag aus der Erde einfach so rausblubbern. Warum, also dann sind das bisschen, was da ist, gut, nur ist schon einiges, was da biologisch entsteht, aber warum haben wir da nicht viel, viel mehr Methan in der Atmosphäre? Und der Punkt ist, Methan, ein Kohlenwasserstoff, energiereich, so wie Zucker oder Alkohol oder Öl eben. Das heißt, Methan, wenn das in die Atmosphäre kommt, finden sich sehr schnell Mikroorganismen, die das Methan oxidieren. Und zwar Mikroorganismen in Böden, in Sedimenten, im Wasser, mit Sauerstoff, die das Methan oxidieren und daraus ihre Energie gewinnen. Also die machen aus Methan dann Wasser und Kohlendioxid, diese Mikroorganismen. Und dazu brauchen wir Sauerstoff und Methan. Das heißt, sobald Methan in die Atmosphäre kommt, fängt es an zu oxidieren. Sowieso chemisch ein bisschen von alleine, aber das ist der Wert, den die Klimaforscher dann angenommen haben. Da braucht es dann, ich habe es da nicht im Kopf. Ja, Monate oder Jahre, bis das Methan, mehrere Jahre, bis das Methan dann sich chemisch von alleine oxidiert. Der Punkt ist aber, Mikroorganismen in den Böden und im Wasser, die schnappen sich das Methan mit Begeisterung und ist eine Nahrungsquelle und oxidieren das. Das heißt, Methan setzt sich in der Atmosphäre sehr viel schneller biologisch um, als es von der Klimawissenschaft berücksichtigt wird. Deswegen die Halbwertszeit des Methans in der Atmosphäre ist viel kürzer und dass wir trotzdem so viel Methan in der Atmosphäre, in Anführungszeichen ist es relativ wenig, aber dass wir trotzdem etwas Methan in der Atmosphäre nachweisen können, obwohl es so schnell abgebaut wird von der Biologie, hängt damit zusammen, dass die Erde die ganze Zeit Methan ausblubbert in unendlichen Mengen. Und die paar rülpsenden Kühe, die dann auch Methan ausrülpsen und wo man heutzutage sehr gut Forschungsgelder bekommt, wenn man den Kühen das Rülpsen abgewöhnen will, das Methanrülpsen, dann die sind völlig irrelevant für die Mengen an Methan, die in die Atmosphäre kommen. Okay, was haben wir noch? Erdöl und Erdgasvorkommen sind assoziiert mit Vulkanen und mit plattentektonischen, mit Plattengrenzen, mit Störungen in der Erdkruste. Warum sollte das sein, wenn die biologisch entstanden sind? Nee, da gibt es eigentlich keinen echten Grund für. Es ist aber so. Und ich habe selber am Anfang meines Studiums hatten wir ein kleines Seminar, da sollten wir eine schöne Karte erstellen. Da hatte ich gerade die Bücher gelesen von dem Thomas Gold. Und dann hatte ich gesagt, na gut, dann erstelle ich mal eine Karte von Indonesien, wo ich wusste, dass da viele Vulkane und viele Ölvorkommen sind oder Gasvorkommen und eben Indonesien im Vergleich dieser Feuerring in Indonesien, diese Vulkankette, diese halbrunde Vulkankette, die indonesischen Inseln ausmacht und den Ölvorkommen, die interessanterweise in einem ganz bestimmten Abfolge dazu eben dann Öl- und Gasvorkommen existieren. Dieses Foto zeigen wir jetzt mal. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich habe es jetzt nicht so, aber wir werden das erste Mal versuchen, ein Foto zu zeigen, wie das da genau aussieht, ob ich da noch zu sehen bin oder nicht. Aber
Hier sehen Sie also jetzt das Foto, die Karte, die ich damals erstellt habe. Ölvorkommen, Gasvorkommen in Indonesien, dieser Inselkette. Da ist dann oben noch Malaysia und hier hinten ist noch Sumatra und was weiß ich, Philippinen. Das habe ich jetzt mal rausgenommen, nur diese Vulkaninselkette in Indonesien und die Verteilung der Vulkane, also eine krasse, aktive, erdaktive Zone mit ganz viel Vulkanausbrüchen, Erdbeben und so weiter. Und wenn Erdöl und Erdgas abiotisch entstanden sind, aus der Erdkruste quasi ausschwitzen, nach oben kommen mit der Zeit, dann ist natürlich die Wege an den Vulkanschloten entlang bzw. an den plattentektonischen Grenzen, an den Plattengrenzen, an den Störungen in der Erdkruste, im Erdmantel, dass es da hochdiffundiert, schneller hochkommt, dass man da dann die Vorkommen findet, das ist nachvollziehbar, warum das dann da sein sollte. Und genau da findet man es. Und interessanterweise haben die Russen auch, anders als die US-Amerikaner und Briten, sehr viel größere Erfolge damit, Öl und Gas zu finden, mit ihren Bohrteams, weil sie die sowjetischen Wissenschaftler und die Russen in der Folge eigentlich nie von der abiotischen These der Öl- und Gasentstehung abgewichen sind. Das hängen sie nicht so an die große Glocke, weil die Russen profitieren natürlich auch stark davon, dass der Preis so hoch ist von Öl und Gas. Deswegen propagieren sie nicht großartig. Wir wissen schon seit Jahrzehnten, dass es Öl abiotisch ist. Die wollen auch einen hohen Preis interessiert. Aber intern, in ihren eigenen Forschungseinrichtungen, in ihren eigenen Prospektoreneinrichtungen, wo sie dann eben Öl und Gas suchen in ihren Landesgrenzen, beziehungsweise auch mit den entsprechenden Konzernen darüber hinaus, sind die entsprechenden Bohrungen der Russen immer erfolgreicher gewesen und die haben Öl an Orten gefunden, wo es nicht hätte sein dürfen, wo die US-Amerikaner und Briten gar nicht erst gebohrt hätten. Die Russen haben sich davon nicht abhalten lassen, die haben da gebohrt, haben da Öl gefunden und sind nicht zuletzt deswegen heute einer der größten Ölproduzenten oder sogar der größte Öl- und Gasproduzent der Erde, weil sie einfach nicht auf diese biologische Entstehungstheorie und dementsprechend es müsste sich nur in irgendwelchen Sedimenten finden gehört haben, sondern gebohrt haben, wo es Öl nicht sein soll und es gefunden haben, in Urgestein. Genau, also wir finden Öl und Gas, also Methan und ähnliche Ethan und andere Kohlenwasserstoffe im Weltraum auf anderen Planeten, die definitiv nicht biologisch entstanden sind. Wir finden Öl und Gas in großer Tiefe. Öl und Gas, speziell Gas, blubbert überall aus der Erde raus, im Golf von Mexiko auch Öl. Und zwar ständig, nicht nur das, was jetzt bei Deepwater Horizon war, das Ding, was explodiert ist und über Wochen und Monate da Öl rausgepumpt hat in den Golf von Mexiko. Das ist eigentlich im Golf von Mexiko eine relativ normale Sache. Da unten blubbert es an vielen Stellen Öl aus dem Untergrund. Und die Biologie, ne, das ist ja ein warmes Meer, da gibt es Sauerstoff. Und weil es im Golf von Mexiko liegt, da direkt an der Küste, relativ nährstoffreich, da kommt relativ viel Nährstoff über die Flüsse in die, also sprich, da haben wir Phosphor, da haben wir Eisen, da haben wir Nitrat und so weiter. Da haben wir also Nährstoff im Wasser, wir haben das Öl, was da immer wieder hochkommt und wir haben es warm. Ja, was machen da die Mikroorganismen? So schnell kannst du gar nicht gucken, wie die das da wegknuspern. Und die Mikroorganismen sind schon da, weil die sowieso im Wasser und auf dem Meeresboden das Öl konstant abbauen, was da im Normalfall schon hochkommt. Das, was dann von Deepwater Horizon, von dieser Explosion noch hochgekommen ist, das war sicherlich viel, sehr viel auf einmal und das dann schnell nach oben gestiegen ist. Anders als so verteilte Quellen, die überall mal ein bisschen hochblubbern. So dass es auch an die Küsten gespült wurde zum Teil. Aber der Punkt ist, die Mikroorganismen, die Mikrobiologie
im Golf von Mexiko ist ideal dazu geeignet, das schnell abzubauen. Und am besten hätte man da gar nichts gemacht. Weder, ja, also gar nichts gemacht im Sinne von, was die US-amerikanische Küstenwache, Katastrophenschutz und so weiter dann gemacht haben, war, ja, ich weiß nicht, hunderttausende Tonnen an super giftigen Chemikalien darauf zu sprühen, um das Öl sich zum Auflösen zu bringen und zum Abzuwaschen und zum Absinken zu bringen. Katastrophe. Das Zeug ist richtig giftig. Das hat die Biologie kaputt gemacht. Wenn das, was sie mit ihren Flugzeugen und ihren Schiffen da ausgebracht haben, um das Öl zu verflüssigen und also die Schwimmteppiche aufzulösen, damit es absinkt. Es sieht man es nicht mehr, okay, dann ist es weg. Es wäre auch in einem Monat oder 2 Monaten von alleine verschwunden, nämlich gar nicht, dass wir es aufgelöst hätten, aber es ist dann einen Monat früher verschwunden, okay. Aber es sinkt zusammen mit einem wirklich toxischen Giftcocktail an Substanzen, haben sie das da, irgendwie haben sie da ihr kompletten, aber den Verdacht, die haben da ihr kompletten Industriegifte einige Firmen da einfach mal so auf dem Wasser entsorgt, dass es als angeblich den Ölabbau unterstützende Brühe darauf gekippt, aber es ist in Wahrheit eine Giftbrühe gewesen. Das hat sehr viel größeren Schaden angerichtet in der Biologie im Golf von Mexiko und an den Stränden als das Öl. Wenn man das einfach in Ruhe gelassen hätte, die Quelle wieder verschlossen hätte, und sich zukünftig damit einer besseren Technologie absichert, das ist in Ordnung gewesen, aber die Maßnahmen, die die Regierung dann ergriffen hat, um das Öl zu bekämpfen, waren schlimmer als das Öl selber. Wie gesagt, im Golf von Mexiko. Wer kann damit umgehen, weil da sowieso ständig Öl aus der Erde blubbert? Ja. Man findet Öl in unglaublich tiefen Sedimenten. Wie gesagt, wenn das Öl biologisch entstanden sein sollte, dann findet man es vielleicht 100 Meter tief, 200 Meter tief, 1000 Meter tief. Sagen wir mal 2000 Meter tief, da wo eben Sedimente sind, da wo tatsächlich Meeresablagerungen sind, wo das hätte sich ablagern können und so weiter. Und umgeformt werden können und überprägt werden können. Man findet aber Öl im Urgestein, im Granit-Urgestein, was als extrem alt geologisch eingeschätzt wird, wo keine Sedimente drunter liegen. Man findet Öl in 8 Kilometer Tiefe in diesem Urgestein. Und da hat der Thomas Gold selber 1987 bis 1989 hat er da 2 Bohrungen angestellt mit russischen Technikern, die ihn dabei unterstützt haben und das bezahlt haben. Er kann es ja nicht selber bezahlen. Sicherlich Millionenaufwand. Bohrung im Urgranitgestein, 6, 8 Kilometer tief in Schweden, Silja, das ist bei einem See. Er fand bei beiden Bohrungen Öl. Beim ersten hat er so ein paar hunderte Liter Ölschlamm nach oben geholt, wo auch ein Experte gesagt hat, das sieht genauso aus wie der Ölschlamm, den wir in den oberflächennahen Gebieten rausholen. Und beim nächsten hat er richtig, bei der nächsten Bohrung, wo er dann drauf geguckt hat, dass er da auch das war dann ein Kritikpunkt, er hätte für den Bohrer hätte er ein Schmiermittel verwendet, was selber schon Öl enthält, und dann hat er nur noch Wasser als Schmiermittel für den Bohrer verwendet und hat dort 140, 160 Barrel an Öl in 8000 Meter Tiefe, 160, 180 Barrel Öl aus dieser Tiefe herausgeholt. Also das ist nicht viel. Das ist ein LKW voll, 110 Tonnen. Ja, also es sind ein, zwei LKWs voll. Ne? Das heißt aber nicht nichts. Es ist auf keinen Fall das, was er runtergepumpt hat, weil er hat nur Wasser runtergepumpt beim Bohren. Das war richtig Öl und das war Öl in großer Tiefe. Es gibt darüber überhaupt keine Sedimente, die irgendwie Öl erklären könnten. Dann haben sich, ja, also im Grunde möchte man das als Geologe nicht hören. Oh, la 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 la, haben wir nicht gehört.
im Sinne von, mit diesem Fakt können wir eigentlich unsere Theorie der biologischen Ölentstehung nicht aufrechterhalten. Ja, man hat dann so ein paar versucht, andere Erklärungsmodelle zu finden, dass das Öl auch von der Oberfläche reingesickert wäre. Es gibt an der Oberfläche ein paar Meter Sediment, da hätte sich Öl entwickelt und das wäre dann 5000 Meter tief durch alle möglichen Gesteinsschichten durch runtergesickert gegen alle Wahrscheinlichkeit danach, wohin es denn sickern sollte, weil Wasser natürlich viel einfacher nach unten sickert als Öl. Hätte es dann so. Also absurde Versuche, diesen eindeutigen Fund, der Grund, warum ja Thomas Gold diese Bohrung gemacht hat, war, wenn er da Öl findet, dann ist die Sache entschieden. Jawohl, Öl ist abiotisch entstanden. Hat trotzdem nicht dazu geführt, dass sich die Lehrmeinung über Öl geändert hat, dass man sagt, okay, Öl ist offensichtlich abiotisch entstanden. Sondern es hat, ja, wenn es nötig werden, Fakten eben auch ignoriert, wenn es bestimmten politischen und ökonomischen Richtungen entspricht. Und das kann man für den einzelnen Forscher ja auch relativ gut nachvollziehen, wenn man sein Forschungsmittel bekommt, seine nächsten Jahre und Jahrzehnte als Forscher gut versorgt ist, wenn man die richtigen Themen behandelt. Und quasi die eigene Karriere zerstört wird und man gegen große Widerstände kämpfen muss, wie Thomas Gold dann am Ende auch, der lange mit der NASA zusammengearbeitet hat und denen dann mal den Kopf gewaschen hat und dann von denen mehr oder weniger links liegen gelassen wurde, keine Forschungsgelder mehr bekommen hat. Dass nur sehr standhafte Menschen, die kein Haus abzubezahlen haben, hinkriegen. Ja. Biosphäre der heißen Tiefe, das Jahrtausend des Methans. Also mehr oder weniger hat Thomas Gold in dieser Bohrung ganz klar nachgewiesen, Öl ist abiotisch entstanden. Aber er hatte immer noch das Problem, das heißt, die Theorie hat er ja schon längst entworfen, immer noch den Fakt, dieses Öl sieht verdammt biologisch aus. Es hat Fettsäuren drin, Lipide, es hat Keratogene drin. Das sieht biologisch entstanden aus. Und man findet ja auch Rückstände sogar von, naja, nicht Organismen, aber also da ist was Biologisches passiert. Warum sollte das, wie soll das abiotisch entstanden sein? Und jetzt kommt der Geniestreich. Also, dass das Öl abiotisch entstanden ist, dass das Methan Teil der Erdkruste ist. Also, das ist dann jetzt die Theorie von Thomas Gold. Bei der Formung der Erde schon, bei dem Ausgangsmaterial, aus dem sich die Erde geformt hat, da wäre, so wie im Kosmos ja auch sonst, schon große Mengen Methan und andere Kohlenwasserstoffe dabei gewesen. Man findet sie ja heute auch, die Erde hat sich definitiv auch zum Teil zusammengesetzt oder wurde viel konfrontiert mit chondritischen Meteoriten, also mit Meteoriten, die großen Anteil an Kohlenwasserstoffen haben. Auch Kometen enthalten große Anteile Kohlenwasserstoffe. Also aus dem Urmaterial der Erde, da sind schon 0,1, 0,2 oder 1% oder diese Meteoriten enthalten 10, 20% Kohlenwasserstoffe. Also allein wenn man annimmt, dass 1% der Erdkruste, was wenig wäre, kosmologisch gesehen, wenn 1% der Erdkruste aus Kohlenwasserstoffen besteht, dann ist die schiere Menge an Kohlenwasserstoffen, die wir in der Erde hätten, ist ja absurd hoch, unerschöpflich, reicht für 500 Millionen Jahre, wenn wir das im jetzigen Stand verbrennen bzw. nutzen. Also das war eine Theorie, wie und ganz klar, das ist eine Erklärungsmodell oder eine Erklärung für das Öl in der Erdkruste. Es gibt noch ein anderes Erklärungsmodell, was, ja, ob das wirklich so wichtig ist, ist eine Frage, aber das haben auch russische Wissenschaftler, die Russen sind offensichtlich auch in der Hochdruckphysik sehr, sehr gut. Das waren die ersten, die Diamanten hergestellt haben. Die Russen, indem sie
Kohlenstoff unter extremen Druck, technischen Bedingungen zu Diamanten geformt haben. Und die haben auch Druckexperimente durchgeführt, die zeigen, dass bei Drücken und Temperaturen, wie sie ungefähr in 100 Kilometer Tiefe existieren, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber es sind auf jeden Fall, weiß nicht, 400, 500 Grad oder noch mehr Grad Celsius, 400, 500 Grad Celsius Temperatur da unten, also es ist richtig heiß. Wir haben Drücke, ja, wir wissen ja, Tiefseegraben, 11 Kilometer, Marianengraben vor Japan, da können wir gerade so U-Boote bauen, die diesem Wasserdruck widerstehen. Und jetzt stelle man sich bitte 100 Kilometer Gesteinsdruck vor, also das ist nochmal die. Kann es jetzt nicht genau quantifizieren, jetzt wären 120, 30, der 30, 40-fache Druck, der tiefsten Tiefseedruck ist, den wir heute haben. Also ein unglaublich hoher, unvorstellbar hoher Druck. Und wenn man in diesen Tiefen ein paar Materialien zusammenbringt, nämlich die da unten existieren, Wasser, Schnitt, da haben wir es wieder. Das Thema war so groß und so lang, dass ich wieder einen Videovortrag deutlich über eine Stunde machen werde, gemacht habe. Und das müssen wir leider auf 2 Wochen aufteilen, damit nicht unser Computer explodiert beim Hochladen, wenn wir das in 16 Stunden hier hochladen müssen, das Video. Genau, also den zweiten Teil dazu gibt es nächste Woche. Vielen Dank, bis nächste Woche.